Jo Leute, also ich bin gerade von der Arbeit gekommen und habe mir gedacht, komm, darüber, über dieses Thema musst du reden, was momentan so in Deutschland die Welle macht. Und zwar die AfD, liebe Leute. Das ist eine ganz, ganz linke Sache. Wie soll ich das am besten erklären? Also erstmal fangen wir mal damit an. Die Wahlen in Sachsen-Anhalt waren der reinste Horror, ja. 24,2% für die AfD. Und das kann nicht sein, das darf nicht sein. Damit hat die AfD uns mal gezeigt, wie viele Idioten es hier in Deutschland noch gibt und wie leicht wir Deutschen noch zu beeinflussen sind. Denn im Prinzip ist die AfD nichts anderes als die NSDAP damals. Ich meine, also zuerst meine ich mal, ich brauche ein Ladekabel, scheiße. Machen wir es hier. Hat zwar ein bisschen Sonne in der Fresse, aber auch egal. Ist ein wichtiges Thema. So, was macht die AfD denn? Die AfD verspricht uns Sachen und hält sie nicht ein, so wie die NSDAP damals. Die AfD will die Flüchtlinge aus Deutschland raushaben. Also allgemein Ausländer, so wie die NSDAP. Am meisten waren es damals halt die Juden. Was halt keine Ausländer sind, ist einfach nur ein anderer Glaube. Also, und die AfD wächst sehr, sehr schnell an, wie die NSDAP damals auch. Das hängt halt damit zusammen, dass beide solche Systeme haben, die versprechen die Sachen, die wir Deutschen wollen, mit einem kleinen Hintergedanken natürlich, und halten das nicht, sondern machen nur das, was sie brauchen. Da bin ich mir ganz sicher und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass dass die AfD, also wenn wir Deutschen nicht endlich aufgeklärt werden darüber, dass die AfD dann sehr, sehr schnell also die stärkste Partei sein wird. Und dann sind wir alle ziemlich am Arsch, kann man so sagen. Weil dann haben wir nämlich unseren Adi wieder. Ja, klingt zwar hart, ist aber so. Wir sind gerade im Moment dabei, uns hier in Deutschland eine totale neue Welt aufzubauen. Nur leider geht sie in die falsche Richtung. Und deswegen sage ich euch mal lieber, überlegt vorher, was ihr wählt. Und geht auf jeden Fall wählen, weil jeder, der nicht wählen geht, wählt automatisch die AfD. Warum und wie soll das funktionieren, fragt ihr euch? Weil jede Stimme, die verloren geht, geht verloren im Kampf gegen die AfD. Weil, gucken wir mal. Sagen wir mal, 50 Leute wählen, dürfen wählen. Sagen wir mal, 40 wählen davon. 10 wollen nicht wählen, die wollen damit nichts zu tun haben. Und sagen wir mal, die AfD alleine kriegt davon von den 40 Wählstimmen, sagen wir mal, 13% ab, also 13 Stimmen ab. So. Das heißt, sie ist schon mal die zweitstärkste, auf jeden Fall die zweitstärkste Partei. Und 10 Stimmen hätten das verhindern können. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann das jetzt nicht so wirklich gut erklären. Aber jeder, der nicht wählen geht, kann
die AfD nicht aufhalten, weil er nicht gegen sie wählt, sondern überhaupt nicht wählt. Also geht, bitte geht wählen und wählt meinetwegen die CDU, wovon ich auch nicht gerade so begeistert bin im Moment. Oder wählt meinetwegen die Piraten oder keine Ahnung, wählt irgendwas, nur nicht die AfD und geht auf jeden Fall wählen. Es ist momentan wirklich eine sehr, sehr heftige, ein sehr, sehr heftiger Kampf in der Politik. Die NPD haben wir jetzt zum Glück endlich draußen. Die wurde jetzt zum Glück endlich verboten. Jetzt muss nur noch die AfD hinterher. Also, bleibt immer schön korrekt, Leute. Und bis dann, haut's raus, bis zum nächsten Video. Ciao.